Hallo, meine Lieben. Heute mal ganz was anderes. Ich stehe hier mit meiner PTR-Troller auf dem PTR-Assess-Server von New World. Ich wollte euch mal zeigen, warum es in nächster Zeit wahrscheinlich weniger Videos von mir geben wird. Weil es gibt am 3. Oktober von New World ein Update. Also ich spiele ja New World seit Anfang an, also seit das rausgekommen ist. Ich habe jetzt dann aber zwischendurch mal wieder aufgehört, weil es dann irgendwie langweilig war, immer dasselbe und so. Ja, und jetzt kommt ein riesengroßes neues Update, was ganz viel Neuerung mitbringt. Unter anderem dieses wunderschöne Gebiet hier, das erste Licht. Wer New World spielt, weiß, dass man nach erstes Licht schon eine ganze Zeit lang nicht mehr rein kann, weil die Zornigen das irgendwie eingenommen haben und mal da einfach eine Mauer drumherum gebaut haben, also so ein undurchdringbarer Zaun. Und ja, und da war jetzt, alle waren gespannt, was kommt da wohl hin, ne? Und jetzt ist das jetzt hier, ab 3. Oktober kann man da wieder rein. Und das sieht so wunderschön aus, ne? Das sieht so toll aus. Was auch dazu kommt, es wird ein DLC geben, also dieses DLC, damit man das alles angucken kann und machen kann, kostet leider Geld, also kostet 30 Euro knapp. Ist mir aber wurscht, weil ich verbringe so viel Zeit in New World, da ist das okay. Bisher konnte man ja hier nur durch die Gegend laufen. Und jetzt gibt es dann auch Reittiere, weil alle haben gesagt, die wollen Mounts und so, ne? Die wollen unbedingt reiten und so. Ich wollte ja mal keine, weil ich gesagt habe, das macht das Spiel ja kaputt und reiten die Leute nur von A nach B und das ist voll doof und ich will keine Pferde und keine Tiere, keine Mounts. So, und jetzt gibt es die Mounts. Ich habe die ausprobiert und es hat ungefähr gefühlte 10 Minuten gedauert und ich habe gesagt, nee, ich will nie wieder ohne mein Pferd unterwegs sein. Es ist so toll. Wieso habe ich denn keinen Ton eigentlich? Hallo? Wieso habe ich keinen Spielsound? Hallo? Was ist da los? Irgendwo raufgeklickt. Oh, ausgestellt. Warum? Doof. Habe ich denn den Spielsound ausgestellt? Okay. Na gut. Okay, das ist so. Man kann jetzt Pferde haben, also später auch Wölfe und Löwen. Das geht jetzt hier noch nicht. Und man pfeift einmal. Ich pfeife mal jetzt. Zack. Ich kann das auch im Laufen machen. Und dann ist mein Pferd da. Ich kann springen mit dem Pferd, ich kann mit dem Pferd sprinten. Und das macht so einen Spaß, damit einfach durch die Gegend zu reiten. Ich liebe dieses Pferd, ne? Und hier schmeißt jemand wieder irgendwas. Ja, und ich bin jetzt hier in diesem neuen Bereich. Also dieser ganze Bereich ist neu. Unter anderem gibt es auch eine neue Waffe, die nennt sich Flegel. Flegel finde ich gut. Hey, du Flegel. Ganz viele neue Gegner. Man kann jetzt hier, wenn ich reite, zum Beispiel, und ich werde angegriffen, dann verschwindet das Pferd automatisch. Oder man muss eben halt absteigen. Hier ist zum Beispiel, der ist auch neu, die finde ich auch irgendwie. Nee, Quatsch, der ist ja gar nicht neu, das ist ja nur die doofen Zornigen. Nee, mit dem will ich nicht. Okay, ich wollte euch mal einen neuen zeigen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wie heißen die denn nochmal, diese mit dem Stierkopf? Gibt doch einen Begriff dafür, also nicht Zyklopen, die heißen irgendwie anders. Irgendwo hier war irgendwo einer. Das ist nicht so griechische Götter oder so. Menschengestalt mit Stierkopf. Ich glaube, hier war einer. Ich komme jetzt nicht auf den verdammten Namen. Ja, den da meine ich. Der sieht so cool aus. Oh, der ist Level 57. 67. Ups, aua, das könnte jetzt ein bisschen Aua geben. Moment, ich muss mal irgendwie... Ich muss mal den Flegel in Hand, Mädel. Ja, gut. Ich muss mal ganz kurz... Oh, und da sind dann die russischen Pilze, die greifen dann auch an. Also alles will einen hier natürlich töten, aber... Oh, ich muss mal... Oh, irgendjemand schießt da hinten auf mich. Oh, nein! Ja, Moment, ich bin gleich wieder bei. Oh, ich muss mal eben kurz hier... Oh, die Viecher finde ich ja auch total cool. Oh, ich sterbe gleich. Aber ich habe mein Schild, was mich heilt. Ich habe hier ein Schild gefunden, das heilt mich, wenn mich jemand angreift. Das... Oh, Mann, dann heile ich mich. Oh Gott, wo bin ich denn hier hingeraten? Ja. Ich bin gleich wieder bei euch. Moment. Und die sehen so cool aus. Ah. Was ein Stress. Und dann sind hier überall, ich weiß doch gar nicht, was man damit macht. Überall sind so versteinerte Figuren. Also hier ist zum Beispiel so ein versteinerter Bär. Den kann man irgendwie abbauen. Und da kriegt man irgendwie versteinerten Sachen. Ich weiß noch nicht, wofür die gut sind. Aber für irgendwas werden die gut sein.
Also ich habe jetzt auch noch nicht viel gemacht hier. Ich gucke mir halt nur die Gegend an. Versteinerte Bruchstücke. Oh, da scheiße, kommt so ein Bär raus. Upsi. So, verdammt. Ich verirrst. Kriegst du da weg? Oha, der ist aber echt... Aua. Au. Ich mag diese neue Waffe, ne? Da kommt so eine Kette raus. Und jetzt kommt auch noch so Kinder von dem. Das ist so wie der Rotklaue, ne? Der macht ja auch sowas. Direkt ein Bär. Kann ich jetzt mal hier in Ruhe mal ein Video machen, ohne dass ihr mich alle stört? Mano! Was gab's da? Na, verdorbene Stiefel. Die kannst du behalten. Ja. Hat eine Aufregung. So. Eigentlich wollte ich euch das Gebiet zeigen. Das mit dem Pferd, das macht so einen Spaß, weil man hier einfach so durch die Gegend reiten kann. Man ist natürlich viel schneller von A nach B. Ich war da erst am Anfang echt total gegen diese Pferde, aber es macht so einen Spaß. Es fühlt sich so flüssig und so echt an. Man kann die Pferde auch zum Beispiel streicheln. Mein Pferdchen, geht da so deine Herzchen hoch. Es ist so geil. Ja, es gibt hier Blumen, die einen angreifen. Das ist das zum Beispiel, so eine fiese Blume, die spuckt einen an. Dann gibt es hier die Filze, die explodieren und verstreuen irgendwelche Gifte. Dann gibt es hier so riesen Glühwürmchen zum Beispiel. Ja, ja. Also von diesen Pilzen gibt es unterschiedliche und irgendwie ist ja ganz schön viel los. Dann gibt es Chamäleons, Drachen, Affen sind neu, Mammuts und alles Mögliche. Und also ich habe noch nicht alles gesehen, ich bin hier nur so ein bisschen durch die Gegend und das ist so eine schöne Welt. Das erinnert mich total so an Avatar, ne? Es gibt neue Bäume, es gibt neue Pflanzen und neue Materialien, neue Erze. Man kann mit dem Pferd auch, glaube ich, runterspringen, ne? Juhu! Na, jetzt bin ich runtergefallen vom Pferd, das war ein bisschen zu doll. Aber ich kann es ja gleich wieder rufen. Ja. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Das macht so Spaß hier irgendwie, das alles zu erkunden. Vor allem, das ist so, es gibt so Stellen, wo man diese alte Ort, den alten Ort noch wiedererkennt, ne? Wo dann so Häuser sind, die so zugewachsen sind, wo früher mal ein Dorf war und so. Und das haben sie irgendwie super schön gemacht. Und es macht auch Spaß, jetzt einfach mit dem Pferd einfach so, nur so sinnfrei durch die Gegend zu reiten, ne? Und sich die Gegend anzugucken. Jetzt hier, guck mal, diese Pusteblumen zum Beispiel kann man auch sammeln. Das sieht total hübsch aus. Das ist ein Chamäleon zum Beispiel. Also diese Pusteblumen, wenn man die sammelt, dann kriegt man so Pilzfleisch. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Zup, oder fliegen sie besser hoch. Das ist also so wunderschön gemacht. So, juhu, ping. Ja, jetzt hat irgendwie das Chamäleon was gegen uns. Die machen sich unsichtbar. Das ist auch voll gemein. Dem kann ich gar nicht die Beine wegziehen. Warum nicht? Aber ich glaube, ich kriege den noch so weg. Ich könnte ihn ja... Ach, ich mag diesen neuen Flegel, weil man den halt auch mal, eben mit Heilstab zusammen... Also die kann man auf Konzentration... Das ist zum Beispiel, hat sich unsichtbar gemacht. Was willst du denn jetzt hier? Das ist mir ruhig noch mit dem Chamäleon beschäftigt. Alter, ist es wieder da. Ist schon tot? Der ist auch ein bisschen anstrengend. Was ich sagen wollte, man kann eben halt diesen Flegel eben mit Stärke spielen oder mit Konzentration, was natürlich total angenehm ist, wenn man alleine unterwegs ist, weil man dann halt einen Lebensstab nehmen kann und sich nebenbei immer heilen kann, ne? Und ich mag diese Kombi eigentlich total gerne. Diese Affen kann man irgendwie nicht häuten. Die sterben einfach nur so vor sich hin. Aber das Chamäleon kann man, glaube ich, häuten. Und da kriegt man jetzt irgendwie so eine neue komische Haut. Dunkle Tierhaut. Was ihm, was das ist. Und was, welche richtig... Oh, ich wollte das Pferd rufen. Was richtig gemein sind, sind diese großen Viecher da. Die bin ich da. Aber die schaffe ich, glaube ich, alleine nicht. Da werde ich, glaube ich, sterben. Die da. Weil die spucken auch irgendwie so Feuer. Ich weiß nicht, was das ist. So Drachen sind das, ne? Die traue ich mich jetzt alleine nicht. Aber sie sehen cool aus, ne? Hallo? Wie heißen die denn überhaupt? Drake. Scholz Drake. Schon ist ja schlecht gelaunt. Ich bin schon weg. Na, jetzt mein Pferd weg. Wenn man angegriffen wird, dann verschwindet das Pferd. Man Schaden nimmt. Ja, ja, ist gut. Ich komme später nochmal wieder. Nein, aua, lass mich in Ruhe. Ich werde jetzt gleich. Hallo Kroko. Ja, ja, alle hassen mich. Ja, beschwören, im Kampf nicht möglich. Ich kämpfe doch gar nicht. Ich fliehe doch nur. Gib mir mal ein Pferd.
Das finde ich so toll mit dem Pferd, dass man eben halt aus solchen Situationen halt fliehen kann damit, ne? Krokogewäsch. Und hier sieht man zum Beispiel, hier waren ja früher die Piraten und das ist alles irgendwie so zugewachsen, ne? Das ist alles so integriert in diese neue Gegend. Das finde ich echt, haben sie wirklich schön gemacht. Da, wo jetzt früher die Piraten waren, da wohnen jetzt die Affen hier. Das heißt also, der Dschungel hat das so eingenommen. Ne? Und da gibt es auch so super schöne Höhlen. Können hier mal durchreiten. Hallo. Na Jungs, alles gut? Weitermachen. Ja, das ist so schön gemacht. Also, ich bin ja der irgendwie nur mit großen Kulleraugen lang. Oh, scheiße. Ja, ja. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich wollte doch nur ein Video drehen, ganz in Ruhe und nicht mit euch rumkämpfen. Lass mich in Ruhe. Oh, es sind echt viele Affen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Bin ich noch im Kampf oder kann ich das Pferd holen? Kann das Pferd holen? Ah, nein, oder auch nicht. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Na gut, dann bring mich halt um. Ah, ich bin tot. Die hassen mich alle. Das war vielleicht ein bisschen viel. Okay, ich wollte euch auch nur diese Gegend zeigen. Aber auch Schadmauer ist gestorben, ne? Ja. Gut, also das ist jetzt der Grund, warum bin ich jetzt überhaupt? Bin ich noch in dem Gebiet? Ja, das sieht so aus wie früher. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Warum sieht das hier alles so grün aus? Ach, da können wir nochmal ganz kurz hin. Da gibt es die Mammuts. Oh, die finde ich auch total beeindruckend. Gehen wir mal kurz hin. Guck mal. Das sind Mammuts. Die sind aber auch gar nicht so schwierig, die Mammuts. Die sehen ein bisschen aus hier wie ein Nebenmaß. Aber hier gibt es auch zum Beispiel solche Blüten. Die finde ich auch schön hier. Die hier. Da kann man so... Da ist so... Guck mal, da ist so Nektar drin. Da kann man dann halt so den... Mensch! Was ist denn hier? Mann! Leute, ich habe das keine Zeit. Hier sind ja tatsächlich noch so Menschen. Wieso sind denn hier noch so Menschen? Eigentlich sind doch hier noch gar keine Menschen mehr in dem Bereich. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hier war ich irgendwie doch gar nicht. Was macht ihr denn hier? Habt doch hier gar nichts zu suchen. Eigentlich gibt es doch hier gar keine Menschen mehr. Da noch so viele. Mein Gott! Jetzt sterbe ich gleich schon wieder. Verwundet, nein! Marsch, marsch! Gott, ist das hier ein unfreundliches Volk. Aber so schnell gehen wir ja nicht auf, ne? Ich meine, immerhin sind die Level 67, ne? Das ist, nach der alten Version ist das Elite-Gebiet, ne? Die sehen so harmlos aus. Huch, wo bin ich jetzt drauf gekommen? Ich wollte euch doch nur das Mammut zeigen. Bin ich, das sieht so aus wie Innenhain. Sind wir denn überhaupt noch in erstes Licht? Ja. Komisch. Noch gar nicht aufgefallen, diese Gegend. Die sieht ja so aus wie die alte Gegend. Das ist so das Randgebiet, ne? Ich wollte doch eigentlich noch nur das Mammut zeigen. Ich bin immer noch nicht geheilt. So, jetzt aber. Ja, und die Blume wollte ich eigentlich zeigen, stimmt. Den Nektar aus der Blume kann man nämlich rausschöpfen und dann kriegt man irgendwie Honig und Wasser und so. Bin ich total schön Dschungeljuice. Sieht man eigentlich, wenn die leer ist? Ja, zack, sind sie leer. Das habe ich hier gekriegt. Irgendwie Honig, Wasser und Fleischköder. Zack. Und Asselköder zum Angeln. Naja. Gut. So viel dazu. Ich mache dann hier mal Schluss. Mit dem schönen Mammut. Damit legen wir uns jetzt nicht an, glaube ich. Was ist das für ein großer Pilz hier eigentlich? Naja. Exekish, Rage, Flower. Was passiert dann, wenn ich die mal nehme? Oh. Shit. Da startet irgendein Event. Offensichtlich. Ja, Jungs, ich musste mal. Nein! Die Beschwörung darf nicht möglich sein. Oh, ja, 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 ja. Lass mich in Ruhe. Jetzt geh weg hier. Ah, das ist doch so ein großer Pilz. Was sind das für Pilze? Was machen die denn? Muss ich mich noch beschäftigen. Hilfe! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Diese unsichtbaren Chamäleons machen mich fertig. Ich will hier wieder raus. Lass mal schnell raus. Ich will wieder in die Arme werden. Ja. Nix hier weg hier.
Obwohl, jetzt hier, glaube ich, geht es wieder raus in die alte Welt, ne? Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Müsste ja dann gleich wieder irgendwo ein Tor sein. Das ist doch hier noch alte Königsfels, ne? Das ist doch gar nicht mehr in erstes Licht. Ach, hier ist die Wand. Oder? Ist hier eine Wand? Ja, jetzt bin ich raus, glaube ich. Okay. Na gut. So viel dazu. Wollte ich euch nochmal zeigen. Bis dahin. Tschüss.